Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Ich teste Gummibärchen, letzte Zeit recht häufig tatsächlich. Aber diesmal konnte ich nicht dran vorbeigehen. Haribo hat Kuchenzeit rausgebracht. Ich glaube, das kam schon mal raus und da habe ich mich nicht rangetraut. Jetzt habe ich sie mir tatsächlich geholt in Rheinbeck, einfach weil ich mir nicht vorstellen kann und wirklich sehr skeptisch bin, ob die so schmecken, wie sie schmecken sollen, ohne sehr künstlich zu sein. Und ich wirklich richtig skeptisch bin, aber irgendwie auch die Hoffnung habe, dass sie mich überzeugen und mir quasi meine Skeptik widerlegen. Heißt das so? Auf jeden Fall, ja. Kuchenzeit. Geschmacksrichtungen, die drin sein sollen. Erdbeer-Biskuitrolle, Apfelstrudel, Schwarzwälder Kirschtorte. Ich kann es nicht mal lesen. Einfach Zitronenkuchen. Himbeer-Berliner und Orange-Reibekuchen. Ich denke mal, es wird im Endeffekt einfach nach Erdbeer, Apfel, Kirsche, Zitrone, Himbeere, obwohl es hier weiß dargestellt ist, und Orange schmecken. Normalerweise bevorzuge ich die Weißen ja meistens. Ich bin gespannt, ob es wirklich einfach nach der Frucht schmeckt oder ob es diesen Kuchen-Vibe hat. Skeptik. Okay, es riecht nach einer Mischung aus Kuchen und beim zweiten Riechen war es aber ein bisschen mehr wie Tee. Oh wow, hatte ich lange keine Haribos mehr. Ich habe die Konsistenz ja komplett vergessen. Im Vergleich zu den anderen, die ich jetzt alle gehabt habe, sind die halt einfach trocken. Die kleben nicht so sehr an der Hand. Ja, ich habe hier meine 6 Farben. Und ich denke mal, mal gucken, ob ich die euch dann nochmal von nahen zeigen werde. Aber hier sind meine 6 Farben. Ich weiß gar nicht, wo fange ich denn an? Teste ich einfach im Kreis durch? Ne, ich mache es, glaube ich, nach. Also, ich fange mit Erdbeer an. Richtig cute. Mit den Gummibärchen in der Hand. So, ganz, ganz hellrosa. Oh! Haribo-Konsistenz. Okay. Es schmeckt nicht nur noch Erdbeer. Es hat einen Kuchen-Vibe, aber eher künstlich. Also hat mich jetzt noch nicht umgehauen. Und ich fange jetzt da oben an und mache mich jetzt einmal im Kreis rum. Also das nächste ist Apfelstrudel. Ich bin gespannt. Also es braucht eine Weile, bis der Geschmack sich entfaltet tatsächlich. Bisschen besser. Aber vor allem anfangs ist es wirklich sehr künstlich. Aber hier schmeckt man tatsächlich, dass es Apfelstrudel sein soll. Das hat diesen Baked Apfel. Mit so Zimt und so. Doch, doch, das schon. Ein bisschen. Schwarzwälder Kirsch. Wäre natürlich geil, wenn es so schmeckt. Man muss immer ein bisschen Geduld haben. Am Anfang denke ich immer so, künstlich. Aber, gut, Schwarzwälder Kirsch ist ein schwerer Geschmack. Es schmeckt kirschig, aber, Und ich beiß übrigens immer ab, damit ich sie euch ja danach zeigen kann. Als nächstes kommt Zitrone. Kann ich mir am besten vorstellen irgendwie. Geile Zitronengummibärchen. Oh, wieso heiße Zitronentee? Halt auch ein bisschen wie Kuchen, weil die genauso schmecken für mich. Am besten getroffen bisher. Also Zitrone ist echt lecker. Hat auch diesen Kuchen mal wie Apfelstrudel schon. Okay. Den in so ein deutsches Wort akzeptiert. Nee, nicht akzeptiert, sondern so. Das gebe ich zu. Gebe ich zu, ist gut getroffen. Als nächstes Himbeer-Berliner Weiß.
Die Himbeer kommt aber gut. Berliner. Und sie sind nicht schlecht. Kuchen ist halt schwer rauszuschmecken, aber besser als befürchtet. Aber Nina Berliner. Und? Ach ja, Orangen-Zestkuchen. Orangen-Rüblikuchen. Die Orange ist gut. Frage aber Orangen, mir werden. So, jeder zweite ist voll gut. Und die anderen sind einfach nur ein bisschen fruchtig. Der ist auch sehr lecker. Also, wir halten fest. Der ist echt gut. Hat auch was für einen Kuchen. Also, Apfelstrudel, Zitronenkuchen und das orange Rüble. Mega. Wirklich sehr lecker. Hat man auch echt diesen Kuchen-Vibe. Erdbeersahnerolle, Kirsche und den Himbeer-Berliner ist jetzt so ein bisschen, ziemlich schlecht, aber sind jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also gibt's. Sind die anderen drei zum Beispiel besser? Vielleicht ist es auch persönliche Präferenz. Aber ich glaube, so richtig sowas umzusetzen ist aber auch sehr schwer in Gummibärchen. Also wie kriegt man einen Kuchengeschmack in ein Gummibärchen rein? Also haben sie sich nicht wenig vorgenommen. Also ich will jetzt noch mal das das Erdbeerreform testen. Das schmeckt nach Erdbeere. Aber eher so ein Erdbeerjoghurt. Okay, hier steht Erdbeerbiskuit drin und da ist ja meistens eine Erdbeerjoghurtfüllung drin. Der Teig fehlt mir ein bisschen. Aber also, es schmeckt ein bisschen nach Erdbeersahne auf jeden Fall. Schwarzwälder Kirsch war ich ja auch nicht ganz so. Also Schokogeschmack fehlt mir einfach zu sehr. Man hat so einen leichten Hauch, wenn man sich vorstellen möchte. Obwohl diesmal, jetzt wo ich mehr im Mund habe, kommt der Geschmack besser durch. Ich glaube, ich habe vorhin einfach nur wirklich zu viel, wenig abgebissen. Aber ich finde, auch wenn man es schmeckt, es passt nicht so gut. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, bitte bringt gute Schwarzwälder Kirsch Sahnetorten Gummibärchen raus. Jetzt haben wir es. Ist jetzt nicht eine Gummibärchensorte, die ich mir gut vorstellen kann und auch danach nicht vorstellen kann. Von denen allen hier definitiv meine Least Favorite. Ich habe gefolgt von Himbeer und danach der Erdbeersahnerolle. Die Himbeer ist einfach ein bisschen künstlich. Gummibärchen, so süß. Nee, und das Berliner schmecke ich dann. Es schmeckt einfach wirklich sehr, sehr intensiv nach sehr künstlicher Himbeere und sehr süß. Also Schwarzwälder Kirsch und den Himbeer-Berliner könnte man drauf verzichten. Das Erdbeergut, das schmeckt so ein bisschen erdbeersahnig, das ist noch ganz okay. Und die anderen drei sind richtig lecker. Das sagt sogar ich richtig lecker. Deswegen so insgesamt eine 7 ist okay. Wenn es die drei Sorten einzeln gäbe oder es nur die drei Sorten gäbe, würde ich mir die sogar nochmal holen. Ich kann halt nicht viel Gummibärchen auf einmal essen, das ist bei mir einfach so süß und das Kauen wird aber auch echt anstrengend. Aber mal so verzichten durch. Fand ich die drei Sorten echt gut. Also die drei Sorten an sich würden von mir tatsächlich sogar eine 8,5 bis 9 bekommen. Die waren echt lecker. Die wirklich, sage ich, echt lecker. Und wie gesagt, Gummibärchen und Schokolade sind ja meistens so süß. Deswegen ist, wenn ich da was gut finde, schon für mich so dieses Ui. Auf die anderen drei könnte man verzichten. Entweder Sahne gut, Daseinsberechtigung. Die anderen zwei sind so ein bisschen und drücken den Stand so ein bisschen runter. Deswegen gebe ich dem tatsächlich eine... Ich weiß nicht, ob ich 6 oder 7 habe. Ich habe doch eine 7. Sie sind okay, man kann sie essen. Ist halt noch nicht so, dass ich danach schreien würde. Also, mich würde jetzt wirklich sehr interessieren, ob ihr die schon getestet habt. Wie ihr die fandet. Ob ihr fandet, die Geschmäcker waren überzeugend. Und welcher der Sorten eure Favorit ist. Mich würde auch sehr interessieren, allgemein, was bei Haribo eure Lieblingsfarbe ist. Und, mich würde so interessieren, was meine Freundin in Korea davon sagen. Die lieben ja alle Haribo, vielleicht nehme ich sie ja mit. Ich feiere in 2 Wochen nach Korea, vielleicht nehme ich die mit. Und lass die mal testen, dann kommt ein Testvideo mit. Meine koreanischen Freunde testen solche Süßigkeiten, hatte ich eh irgendwann vor, wenn meine Freundin nach Deutschland kommt. Also ja, deswegen, ja, trotzdem danke fürs Einschalten. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Aktiviere doch gerne die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns in unserem nächsten Video. Bye!